Hallo, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute in diesem kleinen und kurzen Video, wie einfach es ist, mit der Overlock Kurven zu nähen. Ich habe hier schon mal Stoff vorbereitet und zwar gibt es nämlich zwei verschiedene Arten von Kurven. Wir haben einmal die außen entlang gehende Kurve, also die außenliegende Kurve und einmal die innenliegende Kurve. Ich habe es mir heute ganz einfach gemacht und habe einfach ein Rechteck für dich zerschnitten. Ich nähe mit der Overlock von W6 und bearbeite heute Baumwollstoff. Das Tutorial kannst du natürlich auf alle Stoffe anwenden, die du mit der Overlock vernähst. Bevor wir mit den Nähen beginnen, möchte ich dir kurz zeigen, wie einfach es ist, mit der Overlock gerade zu nähen. Du denkst jetzt natürlich, wieso gerade? Wir wollen ja Kurven nähen, aber es ist tatsächlich sehr wichtig, dass der Stoff gerade liegt. Wie das funktioniert, zeige ich dir gleich. Du hast hier diese Linie und zwar ist diese Linie dein Anhaltspunkt, denn an dieser Linie wird dein Stoff abgeschnitten und demnach ist es auch die äußere Kante, die vernäht wird. Ist nicht zu vergleichen mit einer Nähmaschine, denn bei einer Nähmaschine orientiert man sich ja meistens am Nähfüßchen. Das ist hier nicht so, wir orientieren uns direkt an der Stichplatte. Los geht's. Ich beginne mit der Außenrundung. Hier ist mein Anfang. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Rundung zu nähen. Wenn du schon ein paar Mal mit der Overlock genäht hast, weißt du, dass man den Stoff schieben kann und auch führen kann. Damit beginne ich jetzt. Nicht vergessen, das Nähfüßchen nach unten zu drücken. Dann nähe ich. Wenn ich jetzt in die Rundung reinnähe, hast du jetzt die Möglichkeit, an dieser Stelle den Stoff ganz fest zu halten und ihn in die Drehung, also in die Rundung, in die Außenkurve zu drehen. Das würde jetzt bei mir so aussehen. Hier halte ich es fest. An dieser Seite ist der Stoff sehr fest auf der Nähmaschine und hier drehe ich den Stoff in die Kurve hinein. Wie du siehst, ich selbst nach vielen Jahren mache das auch immer noch sehr langsam. Dann hast du die Möglichkeit, wenn du noch ein Anfänger bist mit deiner Overlock, arbeitest du mit dem Nähfüßchen. Und zwar nähst du ein Stück. Und wenn du merkst, der Stoff geht von unserer Geraden, an der wir uns die ganze Zeit orientieren, nach links weg, hebst du dein Füßchen und schiebst den Stoff wieder in die Gerade. So. Das Nähfüßchen wieder runter, ein Stückchen nähen. Und wenn ich merke, der Stoff geht wieder zur Seite weg, das Nähfüßchen anheben und den Stoff wieder in die Gerade drücken. Das Nähfüßchen wieder heben und den Stoff in die Rundung drehen. Yes. Die Kurve nicht ganz so rund, wie ich es gerne wollte. So, jetzt siehst du wieder, ich schneide auch ein kleines Stückchen ab. Jetzt geht es wieder extrem zur Seite. Dann hebe ich das Nähfüßchen wieder, schiebe den Stoff in die Gerade. Kann man hier gut erkennen. So. Und damit habe ich eine schöne Außenkurve genäht. Die Außenkurve haben wir gut hinbekommen und deswegen zeige ich dir natürlich auch noch die Innenkurve. Hier ist es im Grunde sehr, sehr leicht. Rein theoretisch bräuchtest du den Stoff nur gerade ziehen. Aber ich möchte dir einen kleinen Tipp geben.
Und zwar kannst du den Stoff gerade ziehen und kannst hier eine kleine Falte legen. Siehst du, dadurch wird der Stoff gerade. Und kannst das Ganze, wenn du magst, mit einer kleinen Stecknadel fixieren. Dadurch bekommt die Kurve eine Gerade. Oder dadurch wird aus der Kurve eine Gerade, so muss ich sagen. So, ich mache das jetzt auch mal. Das ist eine sehr große Rundung. Hier ist die Rundung nicht ganz so stark. Das hatte ich ja vorhin schon bei der Außenrundung gemerkt, dass da ein kleines Stückchen war, was nicht ganz so extrem rund war. Das habe ich natürlich jetzt hier bei dem Negativ sozusagen, merke ich das natürlich auch. Hier ist nochmal ein Stück. So, das Einzige, worauf du halt wirklich achten musst, ist, dass wenn du die Falten legst, dass die Falten nicht vorne an der Geraden sind. Sonst kann es hier passieren, dass du dann hier eine Falte mit reinlässt. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt musst du rein theoretisch nur noch die Gerade nähen. Ja, wenn du jetzt hier merkst, dass die Rundung doch etwas... Ach ne, haben wir ja, genau. Hier ist ja die Falte. Und wenn du merkst, hier ist so ein kleines... so eine kleine Ecke, dann zieht er den Stoff auf der Overlock auch wieder gerade. So. Da ist hier so eine Falte, wie ich vorhin gesagt habe. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann hast du genäht, hast du eine Gerade genäht. Und wenn du jetzt die Nadeln aus dem Stoff entfernst, hast du eine innenliegende Rundung genäht. Ganz einfach, keine Angst davor haben, einfach ausprobieren. Am besten vielleicht wirklich, wenn du ganz neu mit der Overlock bist und dich versuchen musst, dann schneide dir einfach Kreise aus oder so wie ich, ein Rechteck einfach in der Mitte halbrund auseinandergeschnitten. Das kannst du wunderbar üben.